Einmal ist immer das erste Mal. Für die Adler Mannheim war es der gestrige Sonntag. 2:4 gegen Ingolstadt. Der erste Klecks auf der weißen Heimweste. So ist er geschehen. Mit nach Hause nahmen die knapp 11.400 Zuschauer vor allem die Erkenntnis, in der Defensivarbeit, da ist noch mächtig Luft nach oben. Womöglich wäre aber auch alles ganz anders gekommen, hätte nur das 2:2, der Ausgleich der Adler, Anerkennung gefunden. Norbert Lang fasst die Partie zusammen. Ein Bild mit Symbolcharakter. Nach 9 beeindruckenden Heimspielen lagen die Adler gegen Ingolstadt am Boden. Dabei hatten sie alles probiert, fast doppelt so viele Schüsse aufs gegnerische Tor abgefeuert als der amtierende Meister. Zum Schluss den Torwart rausgenommen. Nur am Ende standen sie nach dem 4. Tor der Gäste erstmals zu Hause mit leeren Händen da. Schade, dass die Serie gerissen ist. Ich denke, wir hatten einen guten Lauf, sind auch in Köln gut von der Länderspielpause zurückgekommen. Und wir hätten heute besser spielen können. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir viele Chancen uns erarbeitet haben, haben wir hinten nicht solide genug gespielt. Und ja, letztendlich war die Niederlage dann auch ein bisschen verdient. Eine, die sich früh abzeichnete, denn nach nicht mal 10 Minuten stand es 0:2. Beim ersten Gegentreffer rannten die Adler in einen Konter der Panther. Beim 0:2 hatten sie Pech, dass der Puck abgefälscht von Boucher plötzlich hinter Dennis Endras lag. Ein schneller 2-Tore-Rückstand ist eigentlich keine große Sache im Eishockey. Nur um ein Spiel zu drehen, muss man seine Chancen nutzen. Und daran haperte es im 10. Heimspiel der Saison, dieses Mal gewaltig. Bei 43 Schüssen müsste eigentlich mehr drin sein als 2 Treffer. Aber sie scheiterten reihenweise an Gästekeeper Timo Pillmeier. Und zwar aus allen Lagen und Positionen. Wie es geht, zeigte das 1:2. Vom Bulli weg, aufgelegt für Matthias Plachter. Hoch unter die Latte knallte der 23-Jährige den Puck. Unhaltbar für Pillmeier. Wir haben die Scheibe laufen lassen. Ich auch ein, zwei Mal die Scheibe bekommen eigentlich für einen Schuss. Und habe versucht, noch einen Pass zu machen, wo man vielleicht hätte schießen sollen. Und das muss besser werden. Viel diskutiert wurde am Ende über diese Szene, dem vermeintlichen Ausgleichstreffer zum 2:2, den die Schiedsrichter erst anerkannten und dann wieder zurücknahmen wegen Torraumabseits. Eine von vielen Entscheidungen der schwachen Schiris, über die man streiten konnte. Doch die Niederlage haben sie nicht zu verantworten, sondern alleine die Adler, die nur einmal im Powerplay trafen, und zwar zum 2:3. Aber zuvor 6-mal bei numerischer Überlegenheit den Puck nicht ins Tor brachten. Das ist eigentlich zu wenig für ein Spitzenteam. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn man nach 60 Spielminuten eine Niederlage kassiert. Die sicher, was die Spielanteile und die Chancen angeht, unverdient war. Aber es gab eben auch genügend Gründe, die als Erklärung dafür dienen. Und wir schauen auf die Tabelle. Mannheim trotz der Niederlage weiter vorne. Großer Vorsprung auf Ingolstadt und auch auf den EHC Red Bull München.